ist der? Taylor. Taylor. Genau. Warum eigentlich Taylor? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist von ganz meine Eltern fragen. Das klingt wie von ganz weit weg. Hat das richtig. Was damit? Genau, also ich bin tatsächlich in Australien geboren. Wow, krass. Aber warum meine Eltern sich so genannt haben, weiß ich nicht, denn die sind nämlich deutsch. Das ist ungefähr so 30 Flugstunden von hier entfernt. Ja, oder? Richtig, mindestens. Also viel weiter geht nicht. Ich glaube, Neuseeland wäre noch weiter. Aber wir wollen auch trotzdem noch ein paar Sachen erfahren. Wir spielen Karten. Nein, wir machen ein Speed-Date. Oh mein Gott, ja. Ich ziehe jetzt mal eine Karte und auf dieser Karte ist die erste Frage. Okay. Oh, okay, das sind mehrere kleine Fragen. Noch ein Spiel im Spiel. Und zwar, oh mein Gott. Katze oder Hund? Hund. Bauch oder Kopfmensch? Bauch. Sofa oder Disco? Disco. Wirklich? Aber es gibt ja auch Sofas in der Disco. Habe ich jetzt so lange gezögert? Nee. Sparsam oder verschwenderisch? Sparsam. Jetzt hast du aber ganz schön gezögert. Ah, ja, stimmt. Ja, das? Ich musste kurz abwägen. Nein, sehr gut. Alles gute Eigenschaften. Könnt ihr euch schon mal notieren. Sehr gut. Der Taylor. Wir hatten vorhin eine Dame, die hat eine Gitarre gehabt, die hieß auch Taylor. Ja, stimmt. Ja, aber so eine kann ich mir nicht leisten, wenn ich ehrlich bin. Krass, so. Ich glaube, die fangen bei Wahnsinn. 2000 an. Naja, klar. Aber deswegen hast du auch diesen Namen. Ein genau, Gitarre richtig. Dann brauche ich die Gitarre. Welches Star-Poster hing in deinem Zimmer? Michael Jackson. Richtig. Also ich meine, nicht ja, ist richtig, klar. Ja, aber auch, ne? Du wirst lachen. Meinem Kinderzimmer damals auch schon. Ja, wirklich? Ja, ja, guck mal. 1984 war das. Das ist bei mir ein bisschen später. War ich gerade ein Jahr. Aber ganz bisschen. Nein, Quatsch. Aber da, das war Michael Jackson, also musste man im Zimmer hängen haben. Ja, ja, definitiv. In irgendeiner Legende. Form musste man den da haben. So, hattest du ein Lieblingskuscheltier? Ja, den habe ich auch immer noch. Dein Stoff Michael Jackson. Ja. Nee. Den Eisbär von meiner Mama. Und der hat immer noch meinen Platz. Und wie heißt der? Tja, wenn er einen Namen hätte. Na, wie heißen denn Eisbären heutzutage? Lars? Lars, stimmt. Natürlich, ja. Der heißt natürlich Lars. Tut mir leid, ich bin gerade gekommen. Natürlich heißt der Lars. Das kann ja mal passieren. Natürlich heißt der Lars. Ja. So, was war das Unnötigste, wofür du Geld ausgegeben hast? Boah. Ich habe ja mal eine Jacke für 170 Euro gekostet, die mir eine Woche danach, also habe ich festgestellt, dass sie zu klein war. Das ist generell irgendwie ja, völlig unnötig, 170 dumm. Euro überhaupt für ja, ein kleines Stück auszugeben. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich lag das am Spiegel im Klamottenladen. Oder naja. So. Oh, jetzt kommt nochmal so eine komische Auswahlfrage. Also NSYNC oder Backstreet Boys? Backstreet Boys. High Heels oder Sneaker? Sneakers. Würde ich jetzt auch sagen. Sofa oder Club? Jetzt könnte ich ja mal Sofa sagen. Jetzt könntest du mal Sofa ja sagen, weil Club ist nicht so schön wie Disco. Nee, richtig, genau. Was ist das denn für eine Frage, ganz ehrlich? Das ist eine ganz ehrliche Frage. Also was habt ihr Frage euch da überlegt? Ja, ja, das war ein ich weiß nicht, wer sich diese Fragen ausgedacht hat. Vielleicht weiß es ja Marina. Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Ach wirklich? Bist du vegan? Was ist denn bitte? Ah, vegan! Nee, auf keinen Fall. Also ich esse schon Fleisch, aber also, wenn ich alleine koche, dann nur nicht lebendig. Nee, genau. Aber, also immer nur mit Freunden oder bei der Familie, aber nicht alleine. Okay, alles genau klar. Sag mal, und was hast du, wie lief's denn da drin jetzt gerade für dich? Ich hatte ein mega gutes Gefühl. Wirklich, also, ja? Ja, es hat so Spaß gemacht. Also ich habe natürlich ja keine Ahnung, ob die mich mögen, ob die mich sympathisch finden. Nein, aber es ist ja wichtig, dass du dich gut, gut ja, gefühlt richtig, hast. Richtig, genau. Ja. Und was hast du denn da gesungen? Also welche Nummer hat dir am meisten Freude bereitet von denen, die du jetzt da performt hast? Also Spaß gemacht hat am meisten If I Were Sorry, aber am liebsten singen tue ich If Don't You Worry Child, die erste Nummer, die ich gemacht habe. Dann sing die uns doch mal bitte an. Du hast da eine Gitarre. Das geht los. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was the king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon the hill across the blue lake, and that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, child. Also Taylor, wunderbar. Vielen Dank.
Das ist echt eine ganz wahr. Also ich muss sagen, oder Leute? Applaus! Dankeschön. Das ist ganz herrlich. Sehr, sehr gut.